So Leute, da sind wir beim nächsten Video und wir haben was Besonderes. Wir haben was Besonderes. Und zwar habe ich Post bekommen. Ich tue den Brief mal so rumhalten. Ansonsten sieht man nämlich Adresse von mir und von dem guten Herr Dr. Alzheimer, der mir das Ding zugeschickt hat. Und das will ich natürlich nicht. Ich habe nämlich vergessen vor dem Video, dass wir das zeigen, dass ich das wegmachen muss. Egal, machen wir mal auf. Ich durfte es lange Zeit lang jetzt nicht aufmachen, sondern jetzt erst. Dementsprechend gucken wir mal, was da drin ist. Ich bin mega gespannt. Wir haben eine Zeit lang, haben wir uns wesentlich mehr geschickt. Das ist ein bisschen eingeschlafen. Entschuldigung dafür. Und ja, mal gucken, was hier so drin ist. Wirklich. Ich bin super gespannt. Aber ich krieg's mal wieder nicht auf, weil ich mal wieder kein Messer bereitgelegt habe. Natürlich kein Messer. So, was haben wir denn hier? Trennkarten. Und, oh mein Gott. Ja, frohe Weihnachten dir, Blacky. Dankeschön. Danke schön. Ach du Scheiße, das ist ein Gildenbund-Booster. Lol. Bitte sag mir in den Kommentaren, dass das gezeichnet wurde von du weißt wem. Danke. Von den goldenen Händen. Das würde das Ganze natürlich noch mal abrunden. Mega. Ich habe ewig keinen Gildenbund-Booster gesehen. Uff, wie cool. Für Profis auf Deutsch. Boosterpacken 15 Karten. Von wann ist denn das? Wir empfehlen Ihnen, die Firmenadresse zur späteren Verwendung aufzuheben. Cool, da steht noch eine Firmenadresse in Soest drin. Das ist von 2006. Da habe ich auch schon Magic gespielt. Alter. Gildenbund, mega, mega. Oh, die Booster. Ich muss mal ganz kurz. Entschuldigung, ich bin schon. Die Karten riechen noch wie alte Magic-Karten. Schön. Gucken wir uns an, was der Gildenbund hat. Gildenbund hat Karten verkehrt rum, wie ich gerade sehe. Dementsprechend müssen diese Karten nach hinten. Korrekt. Wir haben Zauberzeichen des Bewachers. 3 Mana Verzauberung, die wir spielen können wie ein Spontanzauber. Also das Ding hat Flash. Und die verzauberte Kreatur. Nee, verzauberte Kreaturen generell kriegen plus 1/+1. Okay. Klang der Reue. Stimmt mit Spuk. Ein Spieler deiner Wahl wirft eine Karte aus der Hand ab. Danach können wir eine Kreatur verspuken, indem wir diese Karte aus dem Friedhof exilen. Und wenn die Kreatur, die gespukt ist, stirbt, kriegen wir den Effekt nochmal. Sehr, sehr cool. Oh mein Gott. Silhana, Sternpfeilmacher. 3 Mana 1/3. Wenn er ins Spiel kommt, bestimmen wir eine Farbe. Tappen für einen Mana-beliebiger Farbe. Und er kann blocken, als er aber Flugfähigkeit hätte. Reach. Gab es damals auch noch nicht. Winzige Dragonauten, damit habe ich damals ein Deck gespielt. 3 Mana 1/3 fliegend und wenn wir mit Spontanzauber-Dex-3 spielen, kriegen die +2/+0 bis mit zu. Das waren richtig, richtig starke Teile. Bad in der Düsternis, 3 Mana Spontanzauber, wir fügen einer Kreatur 2 Schadenspunkte zu und erhalten 2 Lebenspunkte. Was ist mit dir los? Egal. Orzhov, Sterbehelfer. Auch eine Karte, die ich früher gespielt habe. 3 Mana 2/2 mit Spuk. Und wenn der auf den Friedhof gelegt wird, auch hier aus dem Friedhof exilen, für den Effekt nochmal. Wir verspuken eine Kreatur. Und wenn der ins Spiel kommt oder die verspukte Kreatur zerstört wird, können wir eine Kreatur zerstören, die in diesem Zug Schaden bekommen hat. Ja, hier, bis ich mal gereilt habe, dass hier so ein Mensch praktisch an ihm dranhängt, den er gerade umgebracht hat. Krass. Geisterhafter Wächter. 2 Mana 1/1, tappen und Kreatur kriegt +1/+1 bis wenn es zu ist. Okay, cool. Richtig cooles Artwork. Und ist er Dampfwerk? Kommt getappt ins Spiel. Immer wenn es ins Spiel kommt, bringen wir ein Land aus dem Feld zurück auf die Hand. Es muss nicht getappt sein. Ja, tappen für Blau und Rot. Ein paar davon werden bis heute im Modern gespielt, tatsächlich. Krass. Zinnstraßen-Hooligan, 2 Mana 2/1, wenn er ins Spielfeld kommt, zerstören wir den Artefakt, falls wir grün ausgegeben haben, den zu spielen. Also wenn wir den für ein rotes und grünes gespielt haben, können wir den Artefakt zerstören. Ansonsten sind 2 Mana 2/1er. Das hat damals seinen Anfang genommen, das wird theoretisch immer noch gespielt. Kristallseher, 5 Mana 2/2, wenn er ins Spielfeld kommt, schauen wir die obersten 4 Karten an, legen davon in beliebige Reihenfolge, legen wir die zurück, so ist korrekt. Und für 5 Mana nehmen wir das auf die Hand. Ja, Vedalken waren nie gut. Vedalken waren einfach nie gut. Brandbaum, Blutschuppe. Alter, dieser Name. Deutsch halt, wo? 4 Mana 2/2, Blutdurst 1. Wenn wir den Wirken und der Hitten hat schon Schaden bekommen, kommt da eine +1/+1 Marke drauf. Für 3 Mana kann eine Kreatur in diesem Zug diese Kreatur nicht blocken. Dafür muss 1 rot sein. Für ein grünes 2 farblose blockt eine Kreatur in diesem Fall, in diesem Zug. Das ist ganz cool. So, die erste Ankam ist Bruchlandung. 3 Mana. Eine fliegende Kreatur verliert Flugfähigkeit und fügt Schadenspunkte in Höhe der Anzahl an Feldern zu, die man kontrolliert. Diese Sphinx. Geil. Hammer. Dann haben wir
Cool Gildenmagier, bis heute im Commander gespielt. Zaubermanner 2-2, für 4 Mana können wir ein Land opfern und können dem Spieler 2 Schaden zufügen. Oder für 4 Mana können wir eine Kreatur +2/+2 geben. Bis heute habe ich den im Commander teilweise gesehen. Stark. Dann haben wir Aufwiegler. 4 Mana 1-1 mit Blutdurst 1. Für ein rotes Tappen fügt angreifende Kreaturen kriegen +x/+0, weil x die Stärke von dem Typen ist. Und die letzte Karte, unsere Rare ist, oh mein Gott, Himmelsverschlinger, 5 Mana, 8-8 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, übernimmt ein Gegner deiner Wahl die Kontrolle über alle anderen bleibenden Karten, die man kontrolliert. Passend zu Weihnachten, ihr spielt den, der Gegner kriegt alles, was ihr habt. Passend zu Weihnachten. Dankeschön an Dr. Alzheimer. Ich hoffe, das Video war soweit okay. Und ich freue mich mega. Ich freue mich wirklich, wirklich mega. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackseed. Ciao, ciao.